Hallo und herzlich willkommen. Ja, endlich mal zum Rennen. Wir sind in Guildford, ich habe alles eingestellt. Wir fahren mit den weichen Reifen, nicht mit den super weichen Reifen. 7, was ist das denn hier vorn? Zeigt die aktuelle Leistung des Fahrers an. Achso, wir können bei den Reifen nochmal gucken. Also, die Lara, die kann damit 13 bis 15 Runden fahren. Die Idee ist also, ja, 2-Stopp-Strategie. Ja, anders geht's nicht. Und, genau, das ist das eine. Und er, wie viele Runden kann er damit fahren? Denn Yao fährt auch 11 bis 13 Runden. Also, ich denke, damit kommen wir ganz gut hin. 2-Stopp-Strategie. Fahrerstrategie haben wir auch eingestellt. Am Anfang gehen wir ein bisschen auf die Reifensachen. Genau, gucken wir mal. Wird bestimmt mal wieder sehr spannend. Das hatten wir uns schon angeguckt. Das ignorieren wir alles. Wir gehen direkt rein ins Rennen. Wir schalten auf Lara. Ich hoffe, sie verpasst den Start nicht schon wieder. Oh, Lara ist wirklich die lahmste Krücke, die es gibt. Beim Starten ist sie nicht die beste. Was sollen wir da sagen? Na gut. Wir ignorieren das Ganze mal. Ich sag mal, wir kämpfen vielleicht auch da am Start, gerade am Start, gegen die Crème de la Crème. Die guten Leute starten ja alle hinten. Ja, Schrober auf Platz 20 und so lustige Sachen. Wir gucken mal. Wir schauen mal, was es gibt. Yao ist dagegen. Wir schalten kurz auf ihn. Bams. Relativ, ja, gutes Mittelfeld. Ist ja anfänglich immer ein bisschen schwierig. Alle fahren wahrscheinlich die mega aggressive Spur. Nee, nicht mal. Interessanterweise. 13 und 17. Ich sehe schon, worauf das wieder hinausläuft. So, Reifen sind warm genug. Beziehungsweise eben nicht. Obwohl wir so aggressiv fahren. Aber egal, wir werden das mal losfahren. Yao ist 16. Der war gerade 12. glaube ich. Ja, jetzt sowas. Das ist alles nicht so schön hier. Und Lara hat sich durchreichen lassen auf Platz 19. Ja, das liegt anfänglich immer daran, dass eben die ganzen guten Fahrer an uns vorbeifahren. Ne? Schober jetzt auf 16 zum Beispiel. Ja, das ist halt leider so. Und jetzt müssen wir gleich auch an den anderen Tröten alle vorbei. Und Massilela hat einen Unfall. Gelbe Flagge, Überholverbot in Sektor 3. Das ist bedauerlich. Jetzt sind wir auch wirklich ganz weit hinten. 18 und 19. Aber es gibt keinen Safety Car. Naja, gut. Guck mal, wie nah das Feld hier beieinander ist. Ich finde das sehr krass tatsächlich. Überholverbot in Sektor 3. Was mit Teamkollege, das habe ich jetzt schon nicht lesen können. Lara ist an ihm vorbeigefahren. Jetzt müsstest du halt auch mal aufs Gas drücken, Mädel. Um mal die anderen auch einzuholen. Runde 4 beginnt. Schalten wir mal auf Lara. Das ist ja eigentlich unser Funkelsternchen. Wenn es nicht gerade irgendwie die Kiste abfackelt. Ja, ist auch gemein, ich weiß. Aber, naja. Ja, wir blockieren uns da hinten irgendwie gegenseitig auf den letzten Plätzen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es ja auch alles nicht hier. Also. Theoretisch fahren wir mit unserem Reifen ein bisschen länger als die mit ihren Reifen. Sieht auch gerade schon sehr danach aus. Deswegen setzen wir so ein bisschen auf den Marathon, nicht auf den Sprint. Ja. Es entzerrt sich langsam. Wir müssen halt mal an den ganzen Tröten vorbei. Auf Platz 17, Dembélé. Ich weiß nicht, wie trötig der genau ist, er oder sie. Und Valdez ist auch irgendwie direkt davor. Lara muss halt mal angreifen. Ja, geht jetzt auf die Innenbahn und zieht vorbei an Dembélé. Na, endlich mal. Das hat aber auch lange gedauert. Und jetzt nimmst du Platz 16 gleich noch mit. Komm. Das ist ein hartes Rennen hier. Mit Valdez. Lässt uns nicht so durch. Macht zu, immer an den entsprechenden Stellen.
Und Liao kämpft auch gegen Dembélé. Runde 6 beginnt. Okay. Ja. Lara kämpft sich jetzt auf 16 an, weil der ist vorbei. Liao ist auch dahinter, hat Dembélé überholt. Finde ich gut. Und weiter geht die Aufholjagd. Da kommt noch ein dickes Feld. Da können wir jetzt ein paar Plätze direkt gut machen. Müssen wir nur gucken, wie wir uns da reinschieben. Liao schwächelt ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Wir gucken auf deren Strategien. Die fahren alle, naja, ein bisschen aggressiver mit dem Spritverbrauch tatsächlich. Jubeln den Motor ganz schön hoch. Santa Anna hat ein paar Plätze verloren. Wir sind jetzt auf 15 mit der Lara. Ich komme an Valdez nicht vorbei. Ja, gibt dir einfach mal ein bisschen Mühe. Ja, und jetzt zieht Lara auf die 14. Das sind halt die Plätze, die wir halt wirklich auch ja, viel besser gut machen müssten, viel schneller wieder gut machen müssten. Wir halten uns da leider sehr auf. Schauen wir mal, es bleibt dabei, es geht ein bisschen, glaube ich, die Temperatur nach oben, aber auch nur marginal. Wir können also erstmal so weiterfahren, wie es gut läuft. 7% Unterschied bei Liao und Lara, was den Reifen angeht. Temperatur ist halt schlecht, also eher im unteren Bereich. Aber was soll ich machen? Es ist, wie es ist, ne? Und Almeida ist mit mechanischen Problemen in der Box. Überhaupt sind sehr viele in der Box gerade. Finde ich krass. Lara auf Platz 9. Kämpft sich echt gut vor. Es läuft. Aber wir haben hier Antonov, Schober, Engelhardt, Sabado. Ne? Die sind alle noch dabei. Die haben allerdings schlechtere Reifen. Müssen wir gucken. Diao ist auf 12 direkt hinterher. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir könnten ihn jetzt reinholen eigentlich. Lass mal gucken. Ich glaube, wir holen ihn jetzt rein. Dann kann der... Ja, das machen wir mal. Wir holen ihn jetzt rein. Ja, Punkt. Genau. Wir wechseln die Reifen. Ja, wir wechseln die Reifen. Tanken den Kasten voll. Bam, 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 bam. Machen wir voll, voll. Der Teilzustand, da gucken wir gar nicht drauf. Das sieht super aus. Und Boxenstopp-Strategie ausgewogen. Da bleiben wir bei. Wir riskieren hier nichts. Und in der nächsten Runde kommt Lara dann rein. Genau, so machen wir das. Die hat definitiv viel Kapazität, glaube ich, nach hinten weg. So, kurze Pause. Die sind jetzt alle in der Box. Und wir sind schon ein schönes Stück vor allen. 20 Sekunden. Ja, mit rein und raus fahren, ne, das ist natürlich eine Nummer. Macht nichts, du kommst trotzdem jetzt in die Box. Wir sind jetzt bei ihr in Runde 9. Ja, ja, sie kommt in die Box, fertig ist. Keine Diskussion hier mit mir selbst, keine Diskussion mit mir selbst hier. Wir tanken den Tacken voll. Das ist alles, sieht alles super aus. Strategie ausgewogen. Sehr gut. Naja, 26% Risiko. Ne? Wir könnten natürlich das auch alles noch ein bisschen schwieriger machen. Aber nun gut, gucken wir mal. So, Liao fährt aus der Box raus. Da schalten wir mal gerade drauf. Der hat nicht so viele Plätze verloren, glaube ich. Nur einen, so wie ich das gesehen habe. Das ist gut. Und jetzt wieder zurück zu Lara. Lara fährt gleich in die Box. Ist ein bisschen die Spannung jetzt quasi drauf. Naja, guck mal hier. Sabado hat mechanische Probleme. Engelhardt auch in der Box. Schober auch in der Box. Das heißt, wir haben in der gleichen Runde geboxt wie alle anderen auch. Das ist gut. Das heißt, wir verlieren nicht so viel Zeit auf die Führungsspitze. Die anderen kommen ein bisschen näher ran, das ist okay. Und da sind wir auch schon wieder aus dem Box raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib doch Gas jetzt, lass doch nicht das ganze Feld an dir vorbeisausen. Ich brech ab. Ja, einfach mal 5 Plätze nach hinten. Naja, gut, ich meckere jetzt mal nicht rum. Schober muss auch noch in die Box. Fährt auf dem letzten Zahnfleisch, würde ich sagen. So, die Reifen haben eine gute Temperatur. Die waren in der Werkstatt, wurden die schon mal schön aufgeheizt. Ich habe mir gesagt, 2-Stopp-Strategie. Schober hat noch gar nicht gestoppt. Da können wir mal gucken. Jetzt ist Schober in der Box.
Zieht die sich andere Reifen rauf, ist die Frage. Ich denke nicht. Sie bleibt bei Soft. Guck an, guck an. Sie macht das gleiche wie wir. Wir holen natürlich jetzt entsprechend ordentlich Zeit auf. Und sie verliert auch ein paar Plätze. Ist auf Platz 5. Guck an, guck an. Ja, wir haben 20 Sekunden gut gemacht. Ich glaube, die Strategie war gut. Ja, ich glaube, die Strategie war gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich das alles so, ich sag mal, so auszahlt, wie ich mir das vorstelle. Ich komme jetzt aber nur einfach nicht vorbei. Ja, das ist natürlich bedauerlich. Aber so ist das nun mal. Wichtig ist, dass du keine Plätze nach hinten verlierst. So, Melo wird nochmal in die Box müssen. Vor mir definitiv. Ja, das läuft, glaube ich. Runde 12 beginnt. Was ist denn da? Da kommt Sabado an uns vorbei. Das ist ja bedauerlich. Also gut, ich rechne mir schon noch Chancen aus, dass wir in die Top 10 kommen. Vielleicht sogar mit beiden Fahrern. Liao ist ja nicht schlecht, muss man ja sagen. Ist ja nicht schlecht. Melo muss auf jeden Fall in die Box. Machetta sieht auch schon wieder geküsst aus. Abeloa auch. Wir haben noch nicht so viel Reifen verloren. Wir könnten theoretisch sogar ein bisschen Gas geben. Ich weiß nicht, ob ich auf fahrerisches Können setze oder auf hier, Treibstoff und so. Aber einfach auf eine gute Rennstrategie. Vielleicht fahren wir auch einfach nur solide unsere Zeit hier so. Sabado ist einfach 2,2 Sekunden vor uns. Und nach hinten haben wir auch nochmal 2, irgendwas. Wen haben wir da jetzt überholt? Was war da? Was ist denn da passiert? Almeida. Das habe ich gar nicht so schnell kommen sehen. Da ist irgendwie jetzt nicht aufgepasst. Irgendjemand hat da kurz abgebremst. Oder kam aus der Box, ich weiß es nicht. So, mal gucken, ob jemand in die Box fährt. Nö, in dieser Runde fährt niemand an die Box. Hat sich einfach mal ein bisschen nach hinten fallen lassen. Ungünstige Sache, kann man sagen. Ich glaube, wir fahren jetzt mal für meinen Kreislauf und für mein Herz einfach eine ruhige Runde. Nach dem Rennen werde ich mir mal einen schicken Kaffee machen und dann geht es wahrscheinlich direkt in die zweite Session. Nehme ich heute vielleicht zwei Rennen in einem Stück auf. Wahnsinn. Letzte Woche habe ich ein bisschen geschludert. Da habe ich das irgendwie am Tag genau gemacht. Morgens, das geht jetzt in der Woche nicht, deswegen muss ich ein bisschen dingsen hier. Aber es macht ja auch Bock. Ich habe auch Bock gerade zu spielen und so, deswegen, das läuft schon. So, 2,5 Sekunden ist Liao hinter Almeida. Und wir haben einen in der Box überholt, das ist gut. Aber auf jeden Fall schon mal Platz gut gemacht und jetzt zieht Almeida wieder an uns vorbei. Was ist denn da los? Machete Abeloa. Haben wir 20 Sekunden Zeit drauf. Die werden wir wahrscheinlich nicht überholen können. Rogers hat schon zweimal Boxen gestoppt und Melo auch. Der sollte deutlich abgeschlagen sein. 20 Sekunden. Na ja, gut, müssen wir mal abwarten. Wir könnten überlegen. Jetzt in Runde 16. Ja, sie kann noch. Ne? Sie muss jetzt gerade noch nicht. Ja, die Runde fährt sie vielleicht noch zu Ende. Zweimal. Genau. Oh, mechanische Probleme bei Dembélé. Und Almeida hat es auch übertrieben. Deswegen ist er jetzt raus. Wir sind mit beiden sogar. Mit beiden Fahrern in der Top 10. Das ist natürlich nice. Es gibt ordentlich Shepard zwar die Punktzahlen. Ich glaube, Almeida ist raus. Klebt in der Box, vielleicht brennt da was. Hab gehört, sowas soll manchmal vorkommen. Okay, macht mal kurz Pause. So, sie ist in der 16. Runde. Sie ist jetzt am Ende der 16. Runde. Das heißt, jetzt beginnt Runde 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Es sind 7 Runden.
Ja, 7 Runden. Wir könnten mit Vollsprit fahren und vollem Reifen. Das können wir eigentlich machen, oder? So, jetzt nochmal 7 Runden auf Full Speed. Oder wir boxen erst mit Liao. Gut, wir boxen mit Liao. Lass uns das so machen. Wir boxen mit Liao. Der kriegt die gelben Reifen, dabei bleiben wir. So, jetzt steht hier 7 verbleibende Runden. Nach Boxenstopp steht doch da. Nee, noch 6 Runden nach Boxenstopp. Dann fahren wir mit 8. So, und fahren hier ein solides Rennen. Oder fahren das, machen das so. Genau, machen wir das mal so. Heißt, wir haben die richtigen Reifen drauf, ja. Wir haben mehr Treibstoff dabei. Ich verstehe, dass das hier 0,2 pro Runde gibt. So. Aber ich glaube, dann können wir hier den Treibstoff ein bisschen hochsetzen und mal ein bisschen Gas geben. Finde ich gut. Und das gleiche machen wir jetzt mit Lara gleich auch. Wenn die jetzt an der Box vorbei rast, werden wir ihr auch sagen, Boxen, Bruder. Und dann, genau, machen wir hier jetzt das gleiche. Sie kriegt auch nochmal die richtigen Reifen drauf. Sie muss 7 verbleibende Runden fahren. Ist das richtig? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, genau. Aber nach Boxenstopp nur noch 6. Und hier werden wir auf 8 gehen oder vielleicht auch auf 9 und dann die Runden richtig krass mit Fullspeed fahren. Das ist jetzt mal unsere Strategie. Ich bin gespannt. So, bei Ihnen hier werden wir auf jeden Fall jetzt gleich eine andere. Genau, die Strategie ist jetzt hier so ein bisschen mehr zu fahren. Ne? Und vielleicht auch ein bisschen, zumindest anfänglich, ein bisschen aggressiver das Ganze. Das haben wir im Blick, dass er sich die Reifen nicht gleich runterschrubbelt. Müssen wir mal gucken. So, pass auf, du gehst ja auch jetzt gleich in die Box. Dann fahr doch gleich schon mal hier den Reifen hinüber. Fahr doch gleich schon mal den Reifen hinüber. Hier, die Nummer 6 geht auch in die Box. Dann einfach direkt dranbleiben. Sehr gut. Hoffentlich passieren da keine Fehler. Hoffentlich brennt es da nicht. Und Liao muss halt jetzt ein bisschen aufholen. Es nützt halt alles nichts. So, Boxenstopp war gut. Mit 11,571 Sekunden. Ja, warum nicht? Da sind ein paar in der Box tatsächlich. Ja, wir sind nah dran. Venenen und Sabadon. Es müssen hier vor uns noch El Sadat, Dembélé müssen noch. Schober und Engelhardt müssen auch noch in die Box. Wäre natürlich krass, wenn wir die überholen würden, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Wäre ja richtig krass, wenn wir die gut überholen würden. Nummer 12 geht auch in die Box. Evans, ja gut, damit haben wir ja gerechnet. Gucken wir mal, was vorne abgeht bei Lara. Nummer 9 geht in die Box. El Sadat, Dembélé muss auch in die Box. Bye, bye, bye. Wir waren vorher drin. Zack, 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 zack. Hat geklappt, sag ich da mal. Also ich bin zufrieden. Die fahren nicht in die Box? Ah doch, Nummer 9 fährt in die Box und Nummer 8 fährt auch in die Box. Hervorragend, damit sind wir schon wieder mal drin. In den Top 10, Platz 8 und Platz 10, dummerweise nur. Gut, wir gehen hier nochmal die Reifen runter, ein bisschen runter hier, vorsichtig, sonst fahren wir uns die hier kaputt. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, aber so wird jetzt ein Schuh draus. Wir drücken ordentlich aufs Gas. Und wäre natürlich schön, wenn Liao jetzt noch die 2,7 Sekunden gut machen würde. Dreifuß wird wahrscheinlich nicht mehr in die Box gehen. Aber Schober muss und Abelora muss auch. Naja, Abelora nicht, aber Melo auf jeden Fall. Also Melo und Schober müssen in die Box. Und je näher da, ja gut, 41 Sekunden auf Schober. Solange wird die nicht in der Box hängen. Sagen wir mal, die gibt 20 Sekunden in die Box. Dann kommen wir auf 20 Sekunden ran. Den könnten wir noch überholen. Melo könnten wir noch überholen. 14 Sekunden, das wird eng. Ja. Ja, da ist Schober jetzt in der Box. Jetzt kommt es drauf an. Lara ist 41 Sekunden hinter ihr. Wahrscheinlich kommen wir auf 21 Sekunden ran. Treibstoff ist gut, Reifen ist auch gut. Ja, das sieht halt nicht so aus, als würde das gut gehen.
Melo müssen wir noch überholen. Melo müsste jetzt mal schnell in die Box. Oh, Melo wird wahrscheinlich durchfahren wollen. Dann würde das bedeuten, das ist unser Ergebnis. Na gut, 6 Sekunden auf Platz 7. Das ist krass, ne? Und Liao hat auf jeden Fall 2,5 Sekunden auf Dreifuß. Und Dreifuß fährt mit roten Reifen. Da ist, glaube ich, nichts mehr zu holen. Schade. Es hätte klappen können. Ja, Dreifuß schaltet sogar auf richtig Aggression. Ja, 5,7. Wir schaffen es nicht. Dreifuß fährt davon. Leider, leider. Antonov könnten wir vielleicht, wenn da noch was passieren könnte, aber wir sind jetzt in den letzten Runden, da wird wahrscheinlich nichts mehr großartig sein. Schade, dann sind wir auf Platz 8 und Platz 10. Naja, da hätten wir mehr rausholen können, aber ich fand es eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, diesmal lag es nicht an mir, nicht an der Boxenstopp-Strategie. Ich glaube, diesmal lag es eindeutig an den Fahrern. So, so ist es. So sieht's aus. So sieht's aus. 4,7 haben wir jetzt auf Melo. Ja, das kriegen wir nicht mehr, ne? Wenn der jetzt nicht mega abloost. Wir können ja mal gucken, wo er ist und wie es gerade aussieht. Er verliert natürlich jetzt schon. Er hat ja hier den Reifen auf 21%. Er müsste tatsächlich... Naja, er fährt langsamer. Er kann auch nicht mehr. Das heißt, wir kommen jetzt ran. Aber ich sehe nicht, dass wir den noch überholen. 3,8 Sekunden. Das kriegen wir nicht mehr hin. Und Liao ist auch 2,6 hinter Dreifuß. Auch da wird nichts mehr passieren. Sehr bedauerlich. Klar, wir hätten am Ende nochmal auf die Supersoften schalten können. Das wäre auch eine Idee gewesen. Abeloa ist im Ziel. Schober ist auf 3. Ja. Aber gut, Lara macht auf Platz 8 einiges gut. Wir haben, ich sag mal, 2 Fahrer in der Top 10 unter den ersten 10. Evans hat aufgegeben. Ich verstehe nicht, wie das hier ist. Ist der jetzt... Der ist durchgefahren durchs Ziel oder wie war das jetzt hier? Platz 10. Na gut, geht schon. Okay, Liao. Ja, was soll man da sagen? Wir hatten ein gutes, solides Rennen. Es hat mir Spaß gemacht. Diesmal hatte ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier grobe Schnitzer gerissen haben. Klar, wir hätten am Ende hier nochmal mehr, ein bisschen mehr in den Tank hätten wir, oder wir hätten zumindest noch die Reifen noch runterrugeln können. Das hätten wir zwischendurch mehr machen können, das stimmt. Aber hey, die Strategie war gar nicht schlecht. Am Ende hätten wir auf die Roten setzen können. Aber, wie sagt der gute Finn immer, ne, hinterher sind die Propheten zahlreich. Von daher. Jo, ich sag mal so, das sah gar nicht so schlecht aus. Hier in Runde 9 einmal Yao reingeholt und in Runde 10 dann Lara, das war doch gut. Hier, er ist hier in Melo, ist in Runde 7 schon rein. Hat dann aber echt lange durchgehalten, bis 15. Ja, der hat offensichtlich gute Reifensachen. Jetzt gucken wir mal. Technische Abnahme. Keine Regeln gebrochen. Da haben wir einmal 13 Punkte, einmal 11 Punkte. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, Octane Racing ist deutlich besser. Garuda Racing holt natürlich hier Doppelpunkte ab. Und Silver Racing holt auch Doppelpunkte ab. Ach, das ist ja bedauerlich. So sieht es dann aus. Hong Liao kämpft sich langsam nach vorne. Lara fällt schon wieder ein Stück zurück. Die sah anfangs echt gut aus. Leider ist es nicht wirklich besser geworden. Wir sind immer auf Platz 4. Das ist ja beruhigend. Mustafa El-Sadat ist eine Legende. Geniale Fahrkünste, cooles Auto. Dragon Team. Warum überquerte Dragon Race Team China die Straße, um in der Mitte zu bleiben? Aha, so stelle ich mir einen schönen Sonntagnachmittag vor, ich mir auch. Ich werde mir jetzt einen leckeren Kaffee machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächste Woche geht's weiter. Macht's gut.